5 Minuten gehen an die AfD-Fraktion und das Wort hat Norbert Kleinwächter. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Frau Rehlinger, Herr Minister Attal. Die Frage wird an Sie beide gehen. Erlauben Sie mir als Französischlehrer, der ich eigentlich professionell bin, die Bemerkung, dass Ihre Strategie für das gegenseitige Erlernen der Partnersprachen eine Zeugnisnote erhalten würde, die vielleicht lautete, Sie bemühten sich um ein angemessenes Ergebnis. Sie haben nämlich versucht, den Lehrern Didaktik vorzuschreiben. Und wenn Sie eins nicht tun sollten in einer politischen Strategie, dann als Politiker den Lehrern zu sagen, wie sie zu unterrichten haben. Ich habe eine sehr konkrete Frage, die sich auf die Diffusion von Lehrkräftepotenzial bezieht. Ich bin ja selbst einer, der vor 12 Jahren sein Staatsexamen gemacht hat, 2011. Das war eine Zeit, in der so gut wie alle Französischlehrer dann nur Jahresverträge angeboten bekommen haben, in den Sommerferien gefeuert worden sind. In Frankreich war das nicht wesentlich besser. Deswegen interessiert mich sehr die Frage, wie viele Französischlehrer eigentlich in den letzten 10 Jahren so aus dem System diffundiert sind, weil sie sich abgelehnt fühlten, weil sie keine feste Stelle erhalten konnten und sich dann entsprechend abgewandt haben. Insbesondere in Frankreich war das auch oft so, dass teilweise Berechnungen nicht gestimmt haben. Ich hatte die Ehre, ich habe es als Ehre empfunden, für die Académie de Versailles als Deutschlehrer zu arbeiten. Nur leider brachte es die Académie de Versailles nicht fertig, Gehaltsabrechnungen richtig auszustellen. Wie oft kommt so etwas in Frankreich vor? Wie viele Lehrer diffundieren bei Ihnen auch? Und das führt natürlich dann noch zu einem weiteren Schritt, und zwar Ihren politischen Entscheidungen, hier sehr, sehr viele Migranten ins Land zu holen und diesen eine Berechtigung zu Integrationskursen anzubieten. Wenn ich mir alleine die deutschen Zahlen anschaue, mit 270.000 Menschen, die wohl dieses Jahr so angekommen sind, oder wahrscheinlich am Ende des Jahres 300.000, dann ergibt es bei einer Klassengröße von 25 Schülern pro Integrationskurs rund 10.000 Kurse, die mal eben allein in diesem Jahr aufgewachsen worden sind, mit entsprechenden Lehrkräften, die diese begleiten müssen. Wie viele Lehrkräfte sind denn aktuell, also Lehrkräfte gemeint für Deutschland, die auch Französisch unterrichten könnten, in solchen Integrationskursen gebunden und unterrichten Deutsch als Zweitsprache, statt zum deutsch-französischen Verhältnis beizutragen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle Prioritäten setzen für das deutsch-französische Verständnis füreinander. Und deswegen diese beiden Fragen. Erstens, welche Informationen haben Sie über die Diffusion von Lehrkräften in beiden Ländern? Und zweitens, wie viele Lehrkräfte verwenden Sie eigentlich selbst falsch?